Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Hier im Thronsaal in Awakening. Und ich muss kurz wieder reintappen. Hab kurz den Paranoia-Check gemacht, ob die Aufnahme auch wirklich läuft. Und in der letzten Aufnahme haben wir Villana rekrutiert. Hat die was zu erzählen, jetzt wo sie rekrutiert wurde? Brauchen wir nicht ein Ei. Es ist beunruhigend, unter dieser geschlossenen Decke zu schlafen. Ah. Herr Ben Woolsey, wir haben einen Kunari-Händler beschafft. Ich bin hier, um zu dienen, Kommandant. Okay, das wäre erstmal alles. Wie ihr meint, Gut, was gehen wir jetzt an? Wir können tiefer buddeln. Wir können jetzt mal schauen, was die eine Dame von uns möchte. Ja. Ja. Oh. Nehmen wir erstmal die hier alle mit. Bei Andrastes juckendem Wams! Was? Sekunde, wir gehen gleich wieder rein. Wir haben noch ein paar Geschenke, die verteilt werden können, soweit ich mich erinnere. Ach, die Gefreite hat uns nur gesagt, dass die, Kommandant? Nachrichten? Ja, natürlich. Sofort. Okay, die wollte nur mit uns reden, um uns zum Gericht zu rufen, das wir bereits letztes Mal erledigt hatten. Toll, jetzt ärgere ich mich, dass wir nicht mit ihr gequatscht haben. Dann haben wir was verpasst. Villana, du hattest etwas zu erzählen zum Thema Geschichten, nicht wahr? Wie wäre es, damit eigene Geschichten zu schreiben mit einem leeren Tagebuch? Hier. Was soll das? Dieses Buch ist leer. Warum gebt ihr mir ein derart nutzloses Ding? Ihr mögt doch Bäume, genau. Man kann was hineinschreiben. Ja, das ist wahr. Ich dachte einfach, es würde euch gefallen. Ich bin mir sicher, ich werde irgendeine Verwendung dafür finden. Der lederne Einband ist ziemlich hochwertig. Und ich könnte vielleicht etwas hineinschreiben. Geschichten, so wie wir es besprochen hatten. Ja. Wir Dalish werden niemals wiederfinden, was wir verloren haben. Vielleicht ist es ja an der Zeit, neue Geschichten zu erschaffen. Vielleicht werden sie eines Tages für meine Kinder und Kindeskinder die Verbindung zu ihrer Vergangenheit sein. Zu mir. Ich erkenne nun, wie kostbar dieses Geschenk ist. Und ich danke euch dafür. Villa schon zu, plus 15, mittlere Magie wurde inspiriert. Speichern, das lief gut. Ey. Es ist beunruhigend. Hab ich mir gedacht. Haben wir noch irgendwelche Geschenke, die wir loswerden können? Ein Schal ist etwas für anders, aber lieber nicht. Spielzeugstreitwagen ist nichts für jemanden, den wir aktuell hier haben. Fernglas auch nicht, wie wir erfahren durften. Deine Nase weiß. Und unter dieser geschlossenen Decke zu schlafen. Katzen! Diese Pflanze könnte etwas für Villana sein, könnte aber auch für einen anderen Gefährten, den wir später bekommen. Das will ich gerade kurz mal herausfinden. In Awakening, das Spiel nicht so lang ist, müssen wir die Geschenke so gut es geht nutzen. Vor allem, weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt, an Ruf bei den Leuten zu kommen. Willst du wohl tun, was ich gesagt habe, Vicky? Nein, nicht? Okay, dann nicht. Fahr zur Hölle. Wir haben Drago-Schuppen. Das wird jemandem gar nicht gefallen. So, Gifts von Awakening. Wir haben in Vendalenwald noch einiges zu tun. Die Botanikerin sollten wir noch aufsuchen. Die Handelsprobleme. Mervis kann Bescheid geben. Den Ehering nach Amaranthine bringen. Waren des Händlers? Hä? Andy, wo bist du? Du hast gerade eine Nachricht von dir gelassen. Wo zum Geier bist du gelandet? Okay, ich habe die geringste Ahnung, wo ich mein Handy hingelegt habe. Das heißt, das, was Oma jetzt erzählen wollte, kann eigentlich keine Relevanz für uns haben. Nathaniel?
Ich denke, wir sollten hier lieber nicht herumtrödeln. Anders. Wollen wir weiter? Terra. Kann ich euch behilflich sein? Warum? Nett. Wenn ich Sachen zu verkaufen habe, dann wäre es eigentlich eine ganz gute Idee, die im Kurs mal loszuwerden. Hier, das hier zum Beispiel. Schwinderen Sachen behalten wir mal ganz kurz. Der Lanting-Schild, den behalten wir auch mal ganz kurz. Wir haben doch bestimmt ein bisschen Müll, der weg kann. Wir sind unseren ganzen Müll schon losgeworden. Wir können die schwachen Salben loswerden. Wir benutzen schwache Salben nicht, sondern nur starke. Und Fallen werden wir niemals benutzen, also können die sonst wohin. So. Persönliche Lager. Den können wir einlagern. Die Sachen können wir einlagern. Der Ring kann eigentlich weg. Der eisige Ring kann eigentlich auch weg. Kann ich euch behilflich sein? Natürlich. Lass mich mal sehen. Asche kann weg. Ring des Studiums bleibt. Eisiger Ring kann weg. Hat Anders einen Ring, der vielleicht profitieren kann. Willenskraft, Konstitution. Da könnten wir stattdessen mal auf Magie gehen. Andererseits ist Willenskraft und Konstitution immer sehr gut. Das ist, den Magiering brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir behalten ihn trotzdem. Weil wir einfach immer so ein Problem haben, an Schmuckstücke zu kommen. Dinge sind immer so selten. Speichern. Wir könnten sie jetzt mitnehmen. Unsere wahnsinnige Blutmagier-Elfin. Nehmen wir sie mal mit. Ja. Außerdem kann sie aufsteigen. Mehr oder weniger. Wir könnten sie das Erdbeben nennen, wir könnten sie Leute einfrieren lassen, damit die Steinfaust damit zerschmettern kann. Wir könnten ihr die Todeswolke geben. Die einfach durchgehend Schaden macht. Wäre jetzt nicht so schlecht. Oh, die Regenerationszeit sämtlicher Zauber zurückzusetzen. Das ist natürlich viel wert. Das Erdbeben. Brauchen wir nicht wirklich. Lernen wir es trotzdem. Und sortieren es jetzt kurz mal darüber. Denn wenn wir die Leute in so einem Erdbeben stunnen können, dann... Nein! Können wir den in so einen Feuersturm oben draufsetzen? Oder irgendwelche anderen großen Flächenschäden? Die dann dabei aushelfen. So. Ach ja, mit dir reden wir gleich. Amas. Die Geschäfte hier laufen gut. Vielen Dank. Die Geschäfte hier laufen gut. Vielen Dank. Dworken. Da habt ihr aber eine nette Begrüßung für uns vorbereitet, Kommandant. Warum sind da griechische Buchstaben auf dem... Würde. So konnte ich endlich mal einige vernünftige Tests durchführen. Ihr seid ja derjenige, der diese dunkle Brut in Luft gejagt hat, oder? Ah, nett, dass ihr das ansprecht. Ei, das war mein Werk. Mein Name ist Dworken Glavonak. Manche nennen mich auch Dworken den Wahnsinnigen. Aber das ist schon in Ordnung. Auf meinem Gebiet der Forschung muss man eben ein bisschen wahnsinnig sein. Ihr habt diesen Sprengstoff erfunden. Ich habe diese speziellen Zusammensetzungen entwickelt. Perfektioniert wurde die Kunst allerdings von den Kunari. Und das passt mir überhaupt nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn mürrische, bleiche Riesen die Zwerge übertreffen? Also habe ich mit Lyriumsand und anderen flüchtigen Bestandteilen experimentiert. Oh.
Das klingt gefährlich. Ei, das ist es auch. Ich habe dadurch einen Vetter verloren. Und einige Gesellen. Eine stabile Formel würde die dunkle Brut allerdings in ein Chaos aus Schmerzen stürzen. Wir könnten sogar einige unserer verlorenen Teigs zurückerobern. Ich hätte nicht erwartet, in der Wacht Zwerge anzutreffen. König Beelen war zwar eine umstrittene Wahl, aber er steht zu seinen Verbündeten. Der König dachte, dafür könnte er den Wächtern doch zumindest ein paar wahnsinnige Zwerge zu Hilfe schicken. Wir enthalten uns später, sprengt uns nicht selbst in die Luft. Ich werde vorsichtig sein. Zumindest ein bisschen. Ich muss gerade die Quester fragen. Dworkin. Oh, stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Euer Handwerk klingt gefährlich. Ausgesprochen gefährlich, um ehrlich zu sein. Ei, das ist es. Ach ja. Eine stabile Formel würde die dunkle Brut... Kann ich was tun? Sein. Wenn euch der Sinn danach steht, ei. Wir haben unseren gesamten Sprengstoff für diese dunkle Brut verbraucht. Ich kann natürlich noch mehr herstellen, aber dafür brauche ich Lyriumsand. Lyriumstaub gibt es hier ja genug, aber der ist einfach zu fein. Der Staub reicht vielleicht für die Zündung, aber niemals für den Wumms, den ich haben will. Wenn ich richtigen Lyriumsand habe, kann ich die Burschen wieder an die Arbeit schicken. Guck mal, ich habe was gefunden. Das ist großartig. Jetzt können wir weiteren Sprengstoff herstellen. Wächter, bevor ihr zulasst, dass ich meinen Bruder in kleine Stücke sprengt, sagt ihm doch bitte, er soll vorsichtig sein. Hört einfach nicht auf Waldrick. Ich weiß, was ich tue. Wie viele Gesellen hast du verloren? Drei? Oder waren es vier? Wir alle kennen das Risiko. Und wenn wir Erfolg haben, gehen unsere Namen in die Geschichte ein. Gut, was ihr für richtig haltet. Geht bis an eure Grenzen. Wir wollen jetzt nicht die Vorsichtswolken über durch den Wind werfen. Ansonsten fliegt uns unsere ganze Burg in die Luft. Tut, was ihr für richtig haltet. Ei, Kommandant. Danke für eure Hilfe. Bitte nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Was haben wir gekriegt? Sprengstoff vom Dworkin im Wahnsinnigen. Ah, Feuerschaden. Oh, stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Okay, wir unterhalten uns später wieder. Waldrick, wir haben Granit gefunden. Wächter, ich hatte euch doch wegen des Steins in dieser Gegend gewarnt, nicht wahr? Menschliche Steinmetze mögen ja verwenden, was auch immer gerade verfügbar ist. Aber für ordentliche Mauern braucht man auch ordentlichen Stein. Keine Frage. Und weiter? In dem Steinbruch hier in der Nähe gibt es nur minderwertigen Schiefer. Was ich brauche, ist ordentlicher Granit. Je dunkler, desto besser. Ihr habt nicht zufällig, ihr wisst schon, auf euren Reisen. Im Vindanwald gibt es Granit. Ausgezeichnet. Nur leider kann ich nicht riskieren, dass meine Männer von dunkler Brut angegriffen werden. Ihr müsst einige Soldaten aussenden, die den Ort sichern. Ihr bekommt eure Wachen. Hab Dank, Kommandant. Die Wacht wird nicht fallen, das schwöre ich. Das ist genau, was ich hören wollte. Wenn ihr mir schon so nahe sein müsst, Zwerg, dann würde ich es vorziehen, wenn ihr euer Gesicht abwendet. Oh, entschuldigt, dass ich hingesehen habe. Aber was soll ich denn machen, wenn eure weibliche Pracht auf Augenhöhe ist? Was? Ich meinte euren... Ihr wolltet also nicht... was habt ihr gemeint? Euren Atem, Zwerg. Diese stinkende Wolke, die aus eurem offenstehenden Maul kommt. Man nennt mich nicht umsonst den Frauenverschlinger von Orsamar. Hey, Feldwebel, wir müssen da runter. Kommandant, jetzt, die Männer schnell. Haben die Trümmer beiseite. Sofort. Gehen. Ihr müsst mit eigenen Augen sehen, was sie dabei entdeckt haben. Zeigt es mir. Moment, nein, lass die Rüstung dran. Moment, nein, nimm die Rüstung ab. Da sind wir. Seht euch das an. Ja, ich wusste, die Tunnel führen in die tiefen Wege. Sieht stabil genug aus, um runterzuklettern. Ihr müsst verhindern, dass die dunkle Brut hier rauskommt. Viel Glück. Natürlich müssen wir das. Ihr
Ihr glaubt also nicht, dass die Elfen unsterblich waren. Habe ich das etwa gesagt? Ihr habt mich gefragt, ob ich glaube, dass meine Vorfahren einst unsterblich waren. Und wo in dieser Frage versteckt sich ein Hinweis darauf, dass ich das anders sehe? Ich musste gerade husten. Dann glaubt ihr also doch, dass die Elfen unsterblich waren. Auch das habe ich nicht gesagt. Ihr seid nervtötend. Da ist der Finn einfach zu eiskalt unterwegs. Überraschung. Weitere dunkle Blumen. Aber selbstverständlich. Na, Fenrir, was tust du da? Ich bin erfreut. Der schreit dahinter einfach vollkommen. Krieg dich ein! Ist ja schon gut, wir sind ja schon unterwegs. Da rasten wir Fenrir einfach komplett aus. Ich bin soweit. Schlüssel von Harkon. Sieh an. Eine Edelsteinmine? Netter Versuch, Freunde. Warum kriegt diese dunkle Brut nicht einfach in ihre Löcher und stirbt? Nein! Bereit. Wie ihr wünscht. Melanda. Ah, du bist tot. Das war's dann für dich. War ein netter Versuch, hat aber nichts gebracht. Ihr könnt euch frei bewegen. Eigentlich war meine Idee, die mit dem Erdbeben immer zu Boden zu werfen. Der Gesandte hat aber widerstanden. Was unglücklich ist. In Ordnung. Genau so wird es geschehen. Ach wirklich, eine Falle. Ogrin, hast du zufällig irgendwo eine Falle gesehen? Ein wenig Heilung könnte nicht schaden. Wirklich? Äußert eure Wünsche. Ist wertlos. Ein elfischer Runenstein. Bergkristalle. Aber selbstverständlich. Bergkristalle. Ein makelloser Diamant und ein Diamant. Der makellose Diamant ein Questgegenstand? Nein, aber wir werden ihn behalten. Weil ich die Vermutung habe, wenn er schon als makelloser Diamant bezeichnet wird, dass er irgendetwas Relevantes kann. Sekunde, der elfische Runenstein ist, wie zu erwarten, war für Velana. Dann soll sie ihn direkt kriegen. Aktuell ist sie uns zugetan. Da ist der Stein. Vielen Dank. Das ist ein reizendes Geschenk. Dann ist das Schmuckstück hier. Maseranas. Moment. Stopp. Das ist nicht für sie, war für wen war es dann? Ich gucke mir kurz so durch. Ah doch. Das ist doch für Velana gewesen. Keine Ahnung, warum es so wenig wert war. Wo habt ihr das gefunden? Ah doch. Es hat Serani gehört. Ich danke euch. Vielen Dank. Ah doch, gut, da war die Antwort darauf. Aber ja, das war das, was Serani gehört hatte.
scheint, als müssten wir die Verderben mit einer Infektion bekämpfen. So, komm her. Ihr habt also doch positive Eigenschaften. Ja, dann was hat positive Eigenschaften? Was auch immer du glaubst, ist gelogen. Da oben ist der Schrein von Korf. Hier kommt man durch zu irgendwas, was wahrscheinlich irgendwas wert sein wird. Da gehen wir später lang. Hier ist dicht. Hier ist dicht. Interessant, wie die Dinger einfach immer am Brennen sind. Ich verstehe. Ein goldener Korfgötze, eine glänzende Statuette von Korf, die im Berg weiter. Selbst nach all den Jahren hat sie ihren Schimmer noch nicht verloren. Aber selbstverständlich. Ich habe keine Ahnung, wo der Anfang da ist. Da sind Opfergaben. Speichern. Schlüssel von Korf. Ein Schlüssel fehlt uns noch. Hier liegen eine kostbare Opfergaben. Ruhe lassen. Und die werden uns in den Kragen gehen, sobald wir die Dinger anfassen. Sollten wir sie anfassen oder sollten wir sie mitnehmen? Ich bin erfreut. Was, wenn ich den Götzen da drauf lege? Was haben wir erhalten? Raserei, eine Axt. Durch ein Geheimfach zum Vorschein gekommen ist. Was, wenn wir neu laden und schauen und dann das Zeug einfach mitnehmen und dann die Golems platt machen? Oder was, wenn wir einen Diamanten da drauflegen? Da kommt die Axt. Der ganze Rest ist aber weg. Er war im Sturz und begrub Sticks mal unter sich selbst. Oh. Die Axt ist besser als alterslos. Viel besser. Wir laden trotzdem mal neu. Was passiert, wenn ich den Kram mitnehme? Was kriegen wir da? 15 Tacken kriegt man. Aua, Schelle. Warum brennen wir? Hat Villan uns gerade angezündet? Ich glaube, ich nehme lieber die Axt als 15. Ich nehme mir lieber die Axt als 15 Tacken. Warte, lassen wir in Ruhe. Wie viel ist der Götze wert? Ist das ein Questgegenstand, nehme ich an? Der Götze ist schon 10 wert. Oh, 10 oder 5? Wie viel würden wir 5? Ich glaube, wir würden 5 daraus kriegen. Der makellose Diamant. 32 wert. Ja, das ist doch schon eine ganze Menge Geld. Aber Geld ist kein Problem, wir legen den Götzen zurück und nehmen die Axt. Kann sich Ogrin drüber freuen, dass er eine 2 in die Axt kriegt, eine neue.
Und zwar jetzt direkt schon hier, bitte. Viel Spaß damit. Ich meine, was soll es? Die Erfahrungspunkte von denen kriegen wir bestimmt auch irgendwo anders zusammen. Uralte Schwüre. Hier ist dein Inschrift im Stein. Und somit wurdest du besiegt von den Avar und den Zwergen. Gebunden dieses Blut deines Volkes, möge es dich für alle Zeiten hier gefangen halten. Und. Ah! Hallöchen. Wirbelsturm. Greif da an. Bei Waffenstreich. Velana wird schon wieder zerlegt. Wieso pöbelt ihr eigentlich Velana an? Lass das. Und Velana, wieso zündest du eigentlich Nathaniel immer an? Halt dich mal selbst. Orgrin hat seine Ausdauer komplett verbraucht. In Ordnung. Und da haben wir die Erfahrungspunkte zusammen. Stiefel der Da sind die Stiefel der Schwindlerin. Jetzt haben wir einen kompletten Schwindlersatz zusammen. Explosion des Nichts. Zieht Energie durch den Schleier und setzt diese in einer gewaltigen Explosion frei. Fügt aber sämtlichen Wesen seinen Geistschaden zu, der vor allen Kreaturen nicht schädigt. Die Höhe des verursachten Schades hängt von der Willenskraft, vom Willenskraftattribut des Kriegers ab. Auch Verbündete können getroffen sein. Braucht noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Ist in Geschicklichkeit und Stärke gleich hoch. Zwei Stufen müssen wir noch Geschicklichkeit verbessern. Tödliche Suche. Das ist passiv. Würde der Charakter 2 werfen, wird er zu einer echten Naturgewalt und erhält dauerhafte Boni auf kritische Trefferchance im Nahkampf und für kritischen Schaden. Dass er den Zwillingsschläger versucht, nun zusätzlichen Schaden durch blutende Wunden. Klar. Ich will mit der Statue interagieren. Okay, mit der kann man nicht interagieren. Speichern. Der dunkle Hexer. Wieso kommt der hier plötzlich raus? Oder ist er vielleicht einfach in diesem Raum gebunden? Aber selbstverständlich. In Ordnung. Zweite Luft. Hat er ganz vergessen, dass wir das noch haben. Verkrüppeln. Gegenschlag. Ah, jetzt geht der Spaß hier los. Unruhe. Ah, Strom. Wirbelsturm. So, keine Ausdauer mehr übrig. Aber praktisch keine. Jenseits des Schleiers verbraucht Ausdauer. Darf man nichts vergessen. Wir können den Kampfrausch aber beginnen. Und einen starken Wutumschlag nehmen. Velana. Die haben alle kein Blut, würde ich vermuten. Aber sie können brennen. So.
Blutrausch. Zwerfenstreich. Verdana muss eine Gruppenheilung rausprügeln. Und ein Lebenswächter auf Ogren. Der leidet gerade ein bisschen. Verschlingen ist gerade keine Option. Wo ist Nathaniel? Der sitzt hier hinten. Ogren braucht einen Wundumschlag, einen vernünftigen. Komm, Ogren, gib ihn dir. Okay, du brauchst noch einen. Nimm noch einen mächtigen. Wir geben uns einen kleinen Schub Ausdauer und gehen in den Geistkrieger-Modus über. Ja. Oder zuerst einmal hier Zwillingsschläge nochmal. Und Unruhe. Schön, dass wir mit dem Schiff noch nicht untergekommen. Aber selbstverständlich. Neue Quest. Du hast einen Geist aus seinem uralten Gefängnis befreit. Er ist kurz darauf verschwunden und könnte nun gewaltiges Leid verursachen, wenn er nicht aufgehalten wird. Ah. Oh. Sie braucht doch ein bisschen Willenskraft oder ein bisschen Konstitution, weil sie auch Blutmagierin ist. Ihre Fähigkeiten, was wollen die gerade so? Versteinerung. Kann zerschmettert werden. Könnte ordentlich was wert sein. Oder die Todeswolke. Durch alle Treffer, die es erleidet, zu kritischen Treffern werden. Das ist ein richtig harter Debuff. Damit können wir sehr viel Schaden austeilen, vor allem, weil wir erhöhten kritischen Schaden verursachen. Also lernen wir sie das. Lernen wir sie die Konstitution. Dann geben wir mehr Willenskraft. Willenskraft ist immer gut. Lyriumtrank.